Mach die Scheiße weg! Jetzt hab ich OBS wieder nicht neu gestartet, die Idiot, aber egal. Da steht halt nur in OBS falsch. Kann ich mitleben. Kann ich absolut mitleben. Öffne die Augen. Öffne die Augen. Wach auf, Link. Erstmal so jumpy zu sein. Hey, was ist los? Bin ich hier? Oh Mann, ich hatte wieder so ein scheiß Hangover. Warum passiert mir das jeden Samstag? Gott, hab ich einen Kater. Woher hat der Schrein auf Resurrection noch eigentlich die ganze Energie, um Leute da wieder zu beleben? Der muss sie doch auch von irgendwo hernehmen. Zieht er die einfach aus dem Boden, oder? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich weiß, Speedrunner klippen hier irgendwo durch. Ich nicht. Wobei, ich glaube, die holen doch der erste Chica-Tablet, oder? Oder haben sie das inzwischen auch schon gestrichen? Kann ich zoomen ohne Chica-Tablet, aber ich würde es mir gerne genauer... Ach, Moment. Nein. Wobei, ich kann dir mal was zeigen. Und zwar, in meinem anderen Spielstand. Das sind die Listen mit Sachen, die ich noch holen muss. Das. Nein, Da habe ich ein bisschen Blödsinn gemacht. Die Hälfte davon können wir skippen, aber so ab der Hälfte vom Clip wird es interessant. Das ist mein Main-Spielstand. Da wollte ich einfach nur zu der großen Fee. Hab nochmal gerade irgendwas auf der Karte nachgeguckt. Und ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Aber ich habe das geschafft. Und ich persönlich bin stolz drauf, dass ich diesen Sprung geschafft habe. Es war nicht gewollt. Aber irgendwie hat es funktioniert. Ja, ich habe noch einen anderen Clip. Aber den müsste ich jetzt erstmal so... Oder Moment, warte, man konnte doch... Da. Oh Gott. Das kann jetzt natürlich. Das ist er! Das ist er! Der Clip ist großartig! Dots! 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 Ich könnte mir das den ganzen Tag ansehen! Das ist so geil! Ich hab vergessen, wie lustig der war. Oh Gott. Beugen, beugen, beugen. Okay. Zurück ins Spiel. Ich komme doch nie dazu, die zu zeigen. Also muss ich das jetzt machen. Oh Gott. Ganz trockener Hals. Der ist aber ein schöner Chica-Stein. Wird dir nach deinem langen Schlummer den richtigen Weg weisen. Slate? Ist Slate Stein? Ich dachte, Slate wäre mehr so Tablet. Ach, mal Google. Google weiß doch das bestimmt besser als wie ich. Slate. German. Schiefer. Das ist die Chica-Schiefer. So nenne ich sie ab jetzt. Die Chica-Schiefer finde ich gut.
So, ich will OBS sehen, dann sehe ich nämlich, es irritiert mich, wenn ich das versetzt sehe. Klamotten haben will. Eine Hose. Aber ich weiß nicht, ob ich die haben will. Ich weiß, es gibt ein Item, das will ich auch im Plateau unbedingt mitnehmen. Wird es mir irgendwas bringen? Hier die? Ich denke, ich werde hier einfach rausrennen dann in dem Race. Ich habe es, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, ne? Plan mit Chris ein Race zu machen. Achso. Halte den Shika-Stein über das Podest. Dann wird der Weg sich dir öffnen. Ja, schon. Deswegen mache ich gerade mal so ein paar... Das ist ein sehr lockerer Test-Run jetzt. Deswegen habe ich auch keinen Timer drin, wobei ich wahrscheinlich beim eigentlichen Ding auch keinen Timer reinmachen werde. Aber jetzt kommen einmal meine Lieblings-Cutscenes. Du bist das Licht. Ja, die Schnauze. Das wieder erstrahlen lassen wird. Es ist Zeit, deine Reise zu beginnen. Oh, du bist das Licht, das klingt so, wie heißt das? Nicht wissenschaftlich, das Gegenteil davon. Nicht spirituell, eher im negativen Sinne spirituell. Warum ist hier eigentlich Wasser? Vielleicht bis heute nicht. Das ist meine Lieblingscutscene. Wenn Link hier einfach rausgeht, die Musik kommt und man einfach mal alles von Hyrule sehen kann. Ich weiß es nicht alles, aber allein das hier verkauft dir das Spiel komplett. Und dann haben sie den Titel auch noch schön dezent in die Ecke gepackt und hatten sie ursprünglich ja fett hier drüber legen wollen. Ich finde, der Titel unten in der Ecke macht mehr Sinn, weil er macht die ganze Landschaft sonst nur kaputt. Du weißt sowieso, wie das Spiel heißt. Hallo, alter Mann. Was macht das Meer? Jetzt ist er beleidigt. Jetzt geht er. Oh, Moment. Das hat Tradition. So bin ich bei meinem ersten Spielstand auch gestorben. Ich werde das in Tears auch machen. Und zwar genau so. An der ersten Stelle, wo man runterspringen kann, werde ich sterben. Okay, wie will ich es machen? Als erstes ist ja der Tower dran, weiß ich. Oder? Oder? Ich glaube, ich meine, die Schreine waren noch nicht aktiviert, bis man... Ich sollte den Stock mitnehmen. Ich sollte Waffen mitnehmen. Oder die Route halt. Ich meine, die Schreine sind alle noch nicht aktiviert, bevor man nicht den Shika-Turm da aktiviert hat. Boah, ich hätte eher üben sollen. Ich habe nur Scheiße in meinem anderen Spielstand gemacht. Ich hatte vor einem Monat oder so mal einen Run gemacht. Ne, komm, vielleicht auf den zweiten. Nimm den noch mit. Nein! Nein, Wiedersehen. Nein, ich warte. Nein, ich habe Wiedersehen gesagt. Es ist unhöflich von dir. Sehr unhöflich. Dafür stirbst du jetzt. Renne. Renne. Renne, bitte. Oder halt nicht. Den will ich mitnehmen. Da ist auch noch ein rostiges Schwert. Komm ich so, glaube ich, besser drin. Ein paar Schalter noch nicht. Ich glaube, ich bin noch nie von der Seite hier dran gegangen. So. Das hat schon mal 6 Stärke. Das ist gut. Das sollte ich unbedingt mitnehmen. Das ist gerade von Anfang ist das viel. Wo war der Turm? Hier ist eine Karte. Da. Achso, die Karte dreht sich. Moment, das muss ich im Menü nochmal ändern. Horizont, das ist egal. Nordausrichtung. Achso, die ist nur. Achso. Ich sehe es nur nicht, weil. Echt, ist es da? Ich dachte, der wäre mir hier. Ja. Link. Hä? Link. Hä? Link.
Link! Hä? Begib dich zu dem Ort, den der Schika-Stein dir weist. Achso, der Stein sagt mir sowieso. Das Schiefern sagt mir. Schika, Schiefern sagt mir sowieso. Da, okay. War ich doch halt, wie es richtig. Komm. Oh, die braucht man für. Aua. Für Dings. Für die elfen Pfeile. Will ich mein Schwert schon gegen die nutzen? Weiß ich gar nicht. Hier war, genau. Ich hoffe, Chris weiß nichts von der Kiste, weil in der Kiste sind nur noch Klamotten. Sind bessere Klamotten sogar. Dann kann ich die anderen auslassen und nehme halt einfach die hier mit. Weil was soll ich mit den anderen? Da, die Hylia-Hose. Ich brauche die Hosen schon mal nicht mitnehmen. Und ich meine, es gibt hier auch das bessere T-Shirt. Kann ich das schon holen? Wo war das? Ich glaube, da hinten ist das. Was, schaffe ich das schon ohne Paragleiter? Hoffentlich. Dann liegt nämlich schon eine bessere Partei. Oh Gott! Das war Gnade vor Recht. Ich merke gerade, ich laufe weg von dem Schikatron. Egal. So schnell. Hier. Das verweise ich noch, wo das Nintendo-Shirt ist. Prioritäten und so. Aber ich mag die. Ich weiß nicht, ob man sie im Stream hört, aber ich mag diese Geräusche. Einfach nur Naturgeräusche. Du bist nicht der Steinmonster, wie. Ja, hier oben war irgendwo eine Kiste. Kiste. Ah, nee, nicht du jetzt. Den lege ich mich jetzt mal nicht an. Ist, glaube ich, besser für meine Gesundheit. Ich meine, ich bin schon einmal gestorben. Es macht jetzt auch keinen Unterschied, aber... Da, ich sehe sie. Ach, die Schreine sind doch aktiviert. Okay, sie sind geladen, aber sie sind nicht aktiviert. Interessant. Okay, dann werde ich wahrscheinlich das andersrum machen. Oh. Okay, es hat nicht bessere Stats, aber es hat... Aber es ist ein Nintendo-Shirt. Ich meine, ein Nintendo-Shirt, ne? Ich würde das in echt auch tragen. Allein schon, weil es in Breath of the Wild dabei ist. Ich würde es in echt lieber tragen als in Breath of the Wild. Okay, dann habe ich das zumindest schon mal überprüft. Das ist schon mal gut. Kann ich mich dahin porten, jetzt wo ich den freigeschaltet habe? Vielleicht habe ich ja gar nicht Zeit verschwendet, so gesehen. Klar, das wäre das T-Shirt jetzt besser von der Rüstung her, hätte ich jetzt gesagt, ist gut. So. Naja. Gehen wir erstmal in den Turm. Der war ja hier irgendwo. Ist das der Haufen? Muss ja eigentlich von der Minimap her. Nee, warte. Will nach oben. Ist ja raufklettern. I guess. Ach da. Chica Slate not found. Error 404. Would you like to send a report? Oh, jetzt wird mein Controller wieder aus. Update wird heruntergeladen. Update 1 von 4.298. Update 2 von 4.899. Update 3 von 5 Millionen. Fehler. Kritischer Fehler. System wird neu gestartet. Das Plateau wird am Anfang wahrscheinlich lange dauern. Ja, aber da gibt es keinen Weg dran vorbei.
Zumindest keinen, den ich kann. Kann ich nicht irgendwie mit einer Bombe da durch die Kitchen, durch die Highway fliegen. Ich kann das nicht. Andere können das vielleicht, ich nicht. Ich bin zu doof dafür. Ich habe ein bisschen Angst wegen dem Ausstand. Aber ich glaube, es passt. Ja. Okay, ich rede jetzt nochmal lauter, damit ich den Ausschlag jetzt nochmal hören kann. Genau, jetzt ist es ausgeschlagen. Jetzt mach nochmal weiter. Okay, ich rede jetzt nochmal lauter, damit ich den Ausschlag jetzt nochmal hören kann. Genau, jetzt ist es ausgeschlagen. Jetzt mach nochmal weiter. Okay, nee, passt. Jetzt hört man es wahrscheinlich alles doppelt und dreifach, aber das geht ja auch vorbei. Kann die Katzin ja eh. Katzin, da kann ich nicht viel machen. Dann darf ich mich mit dem nicht verrückt machen, dass mein Mikrofon halt sagt, oh, du bist viel zu laut, du bist schon lange drüber. Dafür stehe ich halt auch weiter weg vom Mikrofon. Stehend vor allem. Ich fahre ein Stück Scheiße. Die Map ist gut, dass ich die habe, weil sonst verlaufe ich mich hier. Erinnere dich. Ich kenne das Spiel, ich muss mich nicht erinnern. So lange ist es nicht her. Fräulein, das ist jetzt nur ein paar Wochen, ein paar Monate eher, nicht ein paar Wochen. Nein, so lange war es jetzt wirklich nicht. Das ist Nintendo-Shirt. Ich habe echt Lust, das eigentlich schon trotzdem zuerst zu holen. Einfach, um sie den Cutscene zu sehen. Aber vielleicht kann ich die 5 Minuten irgendwo anders dann raus, wenn ich da verwaste. Hi, Ganon. Ist Ganon eigentlich am Anfang geladen? Oder kann man da Schloss Hyrule ohne ihn beobachten? Jetzt wahrscheinlich nicht ganz, weil Schloss Hyrule gibt es ja nur in der Fassung, wie wir es jetzt hier haben. Beeile dich. Ja, ich übe nur für den Speedrun Zelda. Jetzt mach da nicht so einen Stress. Ich muss die ganzen Tempel noch, die ganzen Dings noch machen. Die Schreine. Dann brauche ich mal vorne weg. Oh, wie viele Herzen braucht man fürs Master Sword? Will ich das Master Sword holen? Oh, ich weiß es noch nicht. Einerseits würde ich lieber erst auf Ausdauer leveln, aber... Oh, von einer Katze in die nächste. Aber ich habe da hinten schon den nächsten Tempel da gesehen. Laber mich nicht voll, alter Mann. Ja. 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 Da, schau da. Da, die Moblins? Mokoblins? Moblins, glaube ich. Die bringen sie alle um. Bring mir ihre toten Körper. Stapel sie hier. Okay. Lass niemanden am Leben. Es darf keine Zeugen geben. Und fall da nicht runter. Wir haben den Nebel nicht sonderlich hochgeladen. Man kann sogar mit seiner Anfangsausdauer wirklich runterklettern. Das habe ich am Anfang mal versucht, aber der Nebel ist halt eine Barriere. Also man könnte theoretisch wirklich ohne Paragleiter runterkommen. Ich glaube, ich habe es sogar machen müssen, weil ich zu doof war. Weil hier waren doch die... Genau. Sollte man gegen die vielleicht kämpfen und mir noch ein paar Waffen gleich mitholen. Ah, ich habe noch gar keinen Bogen. Kann ich irgendwie so machen, dass er mich nicht sieht? Das wäre natürlich nicht verkehrt. Ich weiß nicht, ob ich hier leise sein kann. Du hast nichts gehört oder gesehen oder gespürt oder gerochen oder gezeigt gefühlt. Oder, was gibt's noch für Sinne? Körperlich rundum wahrnehmen. Und dein Temperaturgefühl sagt ja auch nicht, dass jemand hier ist. Nee, das werde ich nicht machen. Das dauert viel zu lange. Ach, ich muss ja eh erst Alarm schlagen. Ah, okay. Dann weiß ich jetzt fürs nächste Mal. So. Oh. Ich habe keine Pfeile. Aber da liegen welche. Nein. Den nehme ich noch mit. Nein, Manu, ich hätte den Headshotten können. Zum Glück habe ich. Fuck. Wollte gerade sagen, zum Glück habe ich schon ein starkes Schwert. Na gut.
Dann jetzt halt nicht mehr. Ah, Moment, ich sollte vielleicht... Ah! Los, los, komm her! So. Alles muss ich halt nächstes Mal nur schneller machen, aber die Route finde ich soweit gar nicht so verkehrt. Ach, das ist nur der Stein. Ne, den brauche ich nicht. Was ist da drin? Lohnt sich das? Das... Ja, doch, ich sollte gegen die kämpfen. Das ist jetzt nicht so stark wie das Rostige, aber das ist nicht schlecht. Gibt's hier noch irgendwo irgendwas? Ich habe halt noch nicht mein Schatzradar, das ich sonst immer rausgerüstet habe. Denken Sie mir den Tempel der Zeit. Los, rennen wir mal. Ich will ja sonst die ganze Zeit auch rennen. Ah, aha. Weiß ich da drinne? Weiß ich gerade gar nicht. Okay, gut, das kann ich auslassen. Ich habe die Runen noch gar nicht. Zum Glück kann man die Cutscenes überspringen. Ja, komm, gib mir einfach den Magneten. Gib mich den Magneten und dann hab ich gut. Dann ich mache einen Dungeon und dann ich mache einen nächsten Dungeon und dann ich mache einen nächsten Dungeon und dann ich mache einen nächsten Dungeon. Und dann ich kriege ein Parasegel und dann ich mache einen nächsten Dungeon und keine Ahnung, ich habe ehrlich gesagt noch nicht überlegt, was ich mache, sobald ich vom Plateau runter bin. Ich habe so eine Tendenz, aber ich bin ganz ehrlich, wenn es halt anders läuft, dann läuft es anders. Hier übrigens, das weiß ich zufällig, mal angenommen, man macht den hier. Man könnte jetzt denken, man ist hier gesoftblockt, weil man kommt nicht mehr da rein und man kann das Ding auch nicht mehr anvisieren. Aber da steht noch eine. Genau dafür. Also da haben die, hat wirklich jemand mitgedacht. Wenn man die wiederum jetzt, wenn man jetzt den hier machen würde, ab dem Punkt ist es auch on you. Aber das wollte ich mal gezeigt haben. Weil ich schön finde, dass die Entwickler dabei mitgedacht haben. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Angriff! Stirb! 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 Okay. Ja, nur eine Schraube. Ja, ich könnte vielleicht mal merken in meinem anderen Spiel schon, wo viele Guardians sind. Dass irgendwo eigentlich viele sind. Dann könnte ich nämlich in dem immer wieder farmen, weil ich muss dann noch diese Riesenkerne farmen. Glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr. Hab noch einen Bogen, sehr schön. Die sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Und Sesam tue ich auch mal. Ich glaube, ich habe alles. Ja. Ja, ich sehe ja nur mal. Die Anfangstempel sollten nicht so schwer sein. So, welcher von den Sages warst du? Ach nee, oder waren die im DLC? Oh, ich weiß es nicht mehr. Hallo, oh, ich kann es überspringen. Ich kann es überspringen, sehr schön. Los. Das ist immer noch so ein quasi Speedrun. Nicht. Das ist so Experimentier-Speedrun. Ich habe ja im Stream meinen Timer eine halbe Stunde und wir haben den ersten Dungeon. Oh Gott, das Plateau wird sich ewig lang ziehen. Und eigentlich würde ich gerne mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Divine Beasts machen. Nur ich weiß halt noch nicht welche. Also von den Fähigkeiten her hätte ich gern Meeper und Givali.
Mit denen habe ich es auf jeden Fall so schon mal geschafft bei meinem ersten Durchspiel. Nur, die sind halt an komplett anderen Orten auf der Map. Das ist mein Problem. Mir fällt gerade was ein. Gestern ist mein Controller leer gegangen. Ich sollte vielleicht mal. Ich meine, er ist vollgeladen. Wo könnte ich den denn jetzt einstecken, wenn es zum Äußersten kommen würde? Ich meine, ich hätte noch einen hier, aber ob das mit dem Verbinden dann so einfach klappt. Nein! Ciao. Ciao. Ach ja, hier war noch eine Kiste. Stimmt, da war ja noch, es war ja da sogar noch eine zweite hier in die Richtung. Zum Glück kenne ich mich hier aus, zum Glück war ich hier lange, weil ich beim ersten Spiel stand unbedingt, dass er sein Rezept machen wollte und nicht gecheckt habe, dass er Fisch haben will. Und habe die ganze Zeit verzweifelt noch nach einem Wildtier gesucht. Da sind sogar zwei Kisten, umso besser. Hoffentlich weiß Chris von denen nicht. Manchmal einen großen Vorteil am Anfang. Wenn du am Anfang gut vorankommst und nicht ständig irgendwo stirbst, dann glaube ich, kann das huge sein. Da ist ein Stein. Will ich den Stein? Ach so, das ist ein Korps. Na, ja gut. Jetzt habe ich ihn schon anvisiert, jetzt nehmen wir mit. Wie viel braucht man von denen? Das sollte ich mir auch nochmal angucken. Ich weiß gar nicht, wo der Kerl am Anfang steht. Ach fuck. Wo steht der Pisser denn? Der ist später im Wald. Ja, aber wo ist er vorher? Oh, Amiibo. Gab's das, als das Spiel rauskam, hatte das Amiibo-Support? Nee, das dachte ich mir. Mal da wirklich erst mit der Eisrune ran. Oder zumindest irgendwie ein Parasegel. Von da oben könnte ich sonst runtergleiten, aber jetzt so wüsste ich jetzt nicht. Bomben, aber dann fallen die nur runter. Ist blöd. Na gut. Müssen ja eh alle vier machen. War hier nicht auch irgendwo das eine Bossvieh? Das bringt mir, glaube ich, nichts, wenn ich das gegen das kämpfe, ne? Weil. Ja, Edelsteine schön und gut, aber was soll ich mit denen? Könntest du verkaufen? Was soll ich mit dem Geld? Ist jetzt nicht so, als könntest du irgendwo gute Waffen kaufen. Ich weiß nicht, dass mir bekannt wäre. Hier wiederum ist noch was. Nein. Moment. Ich hab noch eine. Ich hab noch mehr davon. Keine Sorge. Das nehmen wir alles mit. Stirb, stirb, stirb. Aua. War schon mal zwei, sehr schön. Könnt ihr das erlegen? Kannst du das treffen? Nein, nicht mich, das Schwein. Dann hätte ich ihnen meine Arbeit machen lassen können. Das wäre ganz cool gewesen eigentlich. Das Wild eigentlich auch gleich mitnehmen. Bleib mal stehen. Gott, ich Link, dreh dich doch schneller. Nein! Das sehen wir nie wieder. Also war gar nicht hier. So, Kiste aufmachen. Aufmachen tun. Was ist da drin? Okay. Könnte ich mir theoretisch sparen, zumindest die Kiste. Die Waffen würde ich eigentlich doch ganz gerne mitnehmen für die. Irgendwo hier ging es doch dann zu dem nächsten Tempel. Schleichglöckchen. Schleichen brauche ich nicht. Ich hätte eher das Gegenteil, dieses Sprintglöckchen oder so. Ja, da ist der Steintypi. Hier irgendwo.
Was haben wir hier? Ausdauerling. Das wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Wenn ich davon ein paar mitnehme. Jetzt ein Schleichding. Oh, Wild. Wild konnte ich mitnehmen. Da, Leute, ich glaube, ich das mal kurz. Ich brauche das ja eh nicht. Warte. Oh. War egal, war nur eine Route, wenn ich das richtig gesehen habe. Nein, dein Schild verbrennt doch. Na, ach, scheiße. Das muss ich verbessern beim nächsten Mal. Aua. Die Hörner kann ich ein Aua scheißen. Aber zum Glück habe ich schon meine bessere Hose. Da machen die mir schon deutlich weniger Damage. So, hast du Pfeile vielleicht? Das ist kein Pfeil. Wie viele Pfeile habe ich denn? 7. Oh, 7 ist echt nicht viel. Von der Karte her sehe ich, dass es hier noch weiter geht. Da hoch komme ich noch nicht. Und war hier unten nicht so ein Schädelding? Oh, eine Echse. Tschüss, Echse. Dass die so schnell despawnen, das ist echt blöd. Ja, genau, ich sehe den Schädel schon. Und da ist Feuer. Warum ist da Feuer? Hä? Warum ist hier einfach ein Lagerfeuer? Okay. Hier ist Wind. Oh, ich jetzt schon die Bomben. Ah, sehr schön. Headshot. Damit bin ich den schon mal los. Ja, hätte ich wirklich die Bomben, wäre das jetzt huge. Wo sind die anderen? Ach, da. Ich klaue euch mal ganz kurz euren Loot und bin dann schon wieder weg. Au. 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 Aber die Feuerpfeile nehme ich mit. Die nehme ich mit. Memo an mich selbst, an der Stelle nicht sterben. Ach, ich bin hier wieder. Sehr schön. Oh fuck, die war noch nicht da. Na gut. Sag hallo. Moment, machen wir jetzt mal damit. You spin my here right round, when you got down. Oh, das ist sehr schön. Ultra Combo. Ja, los. Willst du auch nochmal auf die Presse? Dachte ich mir. Ich glaube, das ist das Camp, mit dem ich damals diese Schildsprünge geübt habe. Und ich glaube, bei dem habe ich sogar geschafft. Achso, ich habe keinen Kleider. Sollte ich so ins Eis rennen? Das ist schlau. Überleg, jetzt bin ich schon hier, ne? Jetzt kann ich auch schlecht. Was bist du? Das ist das Autoschleichding. Ach, das ist auch das Schleichding, okay. Ich meine, ich habe eine Idee, wie ich es vielleicht machen könnte. Sind die Glühbirnchen hier? Jetzt, wo ich nämlich das Lager... Ach, damit hätte ich es mir einfacher machen können. Naja, egal. Dann müsste ich auch hochklettern. Wobei, es geht, glaube ich, trotzdem schneller. Es runterzuwerfen. Und dann da die Feuerpfeile zu. Die Feuerpfeile nehme ich mit. Das ist mein... Die sind schön. Das ist mein Boni. Dafür, dass ich hier lang gehe. Mal gucken, wo ich hier lang will. Wenn ich so rumgehe, kriege ich mir auch diese zwei Stück Kisten mitnehmen. Ich hoffe mal, das lohnt sich, die wirklich mitzunehmen. Weil man da wohl erst später hinkommen kann. Aber die Türme könnten auch so ein Make-Drop-Break-It sein. Weil die muss man zwar langsam raufklettern, aber wenn da was richtig Gutes drin ist, dann lohnt sich das vielleicht. Und da kann ich noch nicht hin, da brauche ich Fahrersegel. Mal alle weg, nervt mir sonst. Ja, hier ist... das war, glaube ich, schon falsch. Moment. Da kann ich das runterschießen. Dann schalte ich die aus. Der eine hält Wache. Aber wenn ich den wegsnipe, dann könnte ich ihn doch theoretisch...
Ach, das müsste eigentlich klappen, dass ich dann da in die Kiste komme. Ich muss mal halt merken, in welchen Kisten guter Stuff ist und wo nicht. Also wenn hier jetzt nur Scheißdreck ist, dann mache ich das natürlich nicht nochmal. So schlecht ist das nicht, ne? Es hat jetzt nicht so lange gedauert. Es hat nervig, dass ich kein Parasegel jetzt habe und jetzt hier auch langsam wieder runterklettern muss. Aber wenn die Gegner einfach öfter Pfeile spawnen würden. Wie viel habe ich jetzt? 16. Ich habe 5 Grad, aber ich hätte 9. Okay. Man kann aus den Pfeilen bei Rubelo sehr schnell, sehr einfach antike Pfeile machen. Dafür wären vielleicht ein paar Edelsteine auch nicht verkehrt, aber notfalls verkaufe ich irgendwelchen Loot von Gegnern. Und ich brauche ja auch nicht hunderte davon. Keine Ahnung, gib mir so 30, 40, das sollte reichen. Jetzt den Quest nicht aufschalten. Warum seid ihr dadurch aufgewacht? Warum? Es ist mitten in der Nacht, geht wieder schlafen. Und ich mach da. Hab ich nicht gesehen, ne? Moment. Bin ich hier? Bin ich hier? Geht wieder schlafen. Ich will mich wirklich nicht eigentlich den anlegen. Die gehen wieder pennen, okay. Haben zwar keinen neuen Wachtypi ausgekoren, aber mein Gott, warum denn auch? Das grenzt ja an Arbeit. So, wenn ich jetzt gut bin, kann ich das jetzt mit einem Pfeil beide machen. Und halt nicht. Ah, hier wäre Chili. Oh, die habe ich damals, glaube ich, auch verbraten. Alles an meiner Chili. Hier ist Chili. Das ist perfekt. Oh, eine Fackel. Fackel ist auch gut. Chili ist besser, aber die Fackel ist nicht schlecht. Und zwar weiß ich, dass Fackeln ja auch Wärme spenden. Das heißt, ich habe eigentlich schon alles, was ich hier will. Ich habe doch noch einen Ast dabei, ne? Den kann ich doch mal austauschen. Kein Ast dabei. Und dann behalte ich das erstmal. Pflanzen sind ja nicht so stark. Die haben halt Range. Ja, geh wieder pennen. Geh einfach wieder pennen. Die kann ich auslassen. Moment. Warum kann ich... Nein! Ich konnte es nicht mitnehmen, verdammt. Oh fuck, der ist noch zu stark. Mit dem lege ich mich nicht an, der ist noch zu stark. Okay. Nee, weißt du, ich hole mir lieber die Pfeile von dem Turm als von denen. Aber was ich mir hier holen werde, wären die Chilis, die ich dann da kochen würde, genau. Und zwar über... Ich hab die Fackel nicht mitgenommen, Idiot. Moment. Eins davon lassen wir hier. Oder ich lasse die das anmachen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Würdet ihr mal vielleicht gerade hier so in die Richtung... Ja, komm. Die Waffen können ja auch nicht ewig halten von denen jetzt, ne? Ach komm, und dadurch geht's nicht an. Als ob. Als ob du deinen Kollegen damit nicht auch triffst. Ich sollte vielleicht auch nicht mit dem Holzschild versuchen, die abzuwehren, ne? So drüber nachdenken. Aber dann wiederum habe ich keinen anderen. Wie lange hält das denn bei denen? Geht die auch mal kaputt? Ah, jetzt raucht sie. Oder? Da habe ich mir das eingebildet. Ah, Moment, das ist jetzt. Jetzt brennt es auch. Sehr schön. Dann. Koche ich hier schnell mal einfach mal 5 Chilis. Oh. Okay, das geht nicht. Gut, dann muss ich mich doch mit denen mal anlegen. Oh, das hat noch gezählt. War eigentlich Gnade vor Recht, aber. Ja! Nein, mit dem will ich mich nicht anlegen. Nein, geh wieder schlafen. Muss ich doch ein bisschen annehmen. Der hätte sogar ein gutes Schwert. Wenn ich schaffen würde. Hätte er angreifbar. Stirb! Oh, er hat sein Schild verloren. Sehr schön. Hier, kannst du eins von meinen haben. Nee. Da. Au. Fuck.
Okay, sind wir mal ehrlich, das lief von Anfang an. Die dürfen nicht aufwachen. Ich koche da heimlich. Bei denen koche ich heimlich. Ich hole mir die Fackel und die Chili und dann koche ich um die heimlich herum. Das ist so viel besserer Plan als das. Die sind noch zu stark. Ich kann mich mit denen noch nicht anlegen. Ups. Moment. Die Fackel wollte ich ja mitnehmen. Ich renne jetzt nochmal weg, vielleicht beruhigen die sich dann wieder. Tut mir mal so, als wäre ich nicht da gewesen. Ich habe zwar jetzt 5 Pfeile mehr, aber egal. Es ist ja 1 Uhr nachts, sie sollten ja also wieder pennen gehen. Lohnt sich ja noch nicht, jetzt aufzustehen. Genau. Das ist doch der bessere Plan. Ich schleiche mich trotzdem ein bisschen hier. Warum ist hier das noch nicht? Die sehen mich nicht, ne? Ihr geht wieder schlafen. Fuck, ihr habt mich gesehen. Ach, Menno. Geht auch wieder schlafen. Hatte ich nicht auch die Brücke runtergeschossen? Wie war ich denn sonst oben drauf gelandet? Die sehen mich immer noch, ne? Ich bin gar nicht mehr hier. Ich kletter jetzt diese Säule hoch. Das muss besser klappen. Das muss ich deutlich noch verbessern. Komm, geh auch pennen. Mein Kollege ist doch auch schon genau. Sollte mir schon was aus Chili machen. Das ist ja nicht verkehrt. Oh, das ist halt sogar recht viel. Das ist gut. Mach dann noch die Chili und mach den Apfel noch rein. 7 Minuten. Das reicht mir. Behaupte ich mal. Das muss reichen. Ich habe keine Chili mehr sonst. So, hier brauche ich ja einen Magnet, aber das habe ich. Ich glaube, Eis gab es eh erst da oben, ne? Ich habe noch keinen. Ja, ich warte noch einen Moment. Bis ich wirklich wenig her. Weil beim letzten Herz esse ich es dann doch. Ah! Ja, ich habe den schon mit der Tür getötet. Ja! Okay, das ist gut. An den kann ich Ressourcen sparen. Und den Arm mitnehmen. Dem ja. Der hat einen besseren Angriff als mein Ding aktuell. Aua! Kommst du woher? Das ist gar nicht dein Schädel. Nimm gefälligst deinen eigenen. Na, warte. Na, was machst du jetzt, ne? Was? Oh, oh, ja. Freut mich ja. Mach erstmal 10 Minuten. Ah, das guckt ja blöd auf einmal. So, I guess. Nee. Nee, das wird so nichts. Moment. Okay, jetzt fällt. Sehr schön. Keine Baumstämme wirklich irgendwie gerade. Ich eigentlich mehr von denen. Ich muss hier die Arme von denen mitnehmen. Ich glaube, das ist besser. Will ich von denen den Blut mitnehmen? Weiß ich noch nicht ganz. Ich glaube, hier war auch der Tempel gleich, ne? Ich glaube, der war gleich hier. Oder auch nicht. Ne, warte, auf der Minimap. Ich glaube, da ist er. Unter dem See. Wenn mich nicht alles täuscht. Los, lauf schneller. Hab ich schon da. Das wäre natürlich eine gute Abkürzung. Das wäre vielleicht schon der Timesafe, den ich brauche. Das war ich nicht. Also nur mit dem normalen Klettern höchstens, dann ist es kein Timesafe.
Hier konnte ich es doch aber schaffen, oder? Wenn ich hier nochmal Pause einlege. Nicht ganz. Ja, okay, das geht. Da ist noch ein bisschen Nummer. Oh, ich bin schon hier. Ja, dann ich weiß auch die. Dann ist mir die auch egal. Das eine Bild ist die haben. Da habe ich mit den Chilis sogar ein bisschen Overkill gemacht. Aber damit auch wir die halt auch. Die sind schon bewusst da platziert. Du sollst da Chilis finden, damit du. Und da sind Chilis und ein Kochtopf. Das Spiel sagt dir da schon ganz dezenten Wink mit dem Zaunfall. Ja, Eis ist hier, glaube ich. Ja, da ist Wasser, das ist das Eis. Säulen aus Eis steht auch dick und fett da, Jan. Meine Güte. Der scheint viel, viel besser. Sicher mit den Moblins, okay. Das war ein bisschen blöd. Aber zum ersten haben wir eine halbe Stunde gebraucht, jetzt zum zweiten eine Viertelstunde. Und ich bin mir noch unsicher, ob ich mich nicht zu dem anderen, bei dem ich jetzt schon war, weil ich reingekommen bin, nicht porten könnte. So weit weg war der ja auch nicht. Ja. Das ist meiner Meinung nach die nützloseste der Runen. Also die ist immer so kontextspezifisch. Wenn du kein Wasser hast, bringt die dir gar nichts. Klar, die Metalldinge bringt dir auch nichts, wenn du kein Metall hast. Aber Metall ist halt sehr viel häufiger in dem Spiel als Wasser. Ha, daneben. Au. Ne, jetzt gehst du tot. Yeah. Dreh mich um, während ich zur Explosion, in der Explosion weggucke, so rum. Will ich es auf der Seite machen oder will ich es auf der anderen Seite machen? Na, war richtig, okay. Da ist die Kiste, Moment. Die hätte ich jetzt fast vergessen. Alle, yep. Was haben wir da drin? Eine Lanze. Wie stark ist die? Besser als die Axt, ne? Und dafür, dass es eine Lanze ist. 4 auf 3, so die Axt. Die Axt hat aber auch. Die Axt hat ja auch 3, glaube ich. Warte, ich muss mal die Lanze ausrüsten. Ja, die hat auch 3, genau. Aber es ist eine Lanze. Dadurch, dass es eine Lanze ist, ist es deutlich besser, weil die kann schneller angreifen als die Axt. Ich könnte das skippen, genau. Aber nur auf einen gewissen Punkt, glaube ich. Und Nummer 2 schon. Genau, den zweiten Teil konnte ich skippen. Ich glaube, den ersten nicht, das Berühren. So, jetzt würde ich gerne mal was probieren. Vielleicht klappt das ja und ich bin brillant. Oder es klappt nicht und ich bin ziemlich doof, dann muss ich jetzt halt alles zurückgehen. Oder ich könnte straight da runtergehen, ne? Darum. Ne, warte, hier ging es, glaube ich, nicht. Jetzt ging es hier runter? Weiß ich gar nicht. Weil hier ist ja eigentlich Wand, dachte ich. Hier hinterm Schrein des Lebens. Fuck. Ich kann mich nicht dahin porten. Das ist natürlich jetzt blöd. Das hatte ich damit eigentlich gerechnet. Dann. Ja. Ja, Moment, ich klaue dir noch das Wild vorher. Und dann renne ich an denen einfach vorbei. Weil die haben keine Kiste. Das interessiert mich also nicht. Und bestes Feature des Spiels. Schildsurfen. Hui! Okay, das war es auch leider schon. Ich meine, ich habe noch genügend Zeit. Der Tempel dauert nicht so lange. Also der Schrein. Also wegen jetzt Chili, denke ich. Da kann ich nicht lang, das ist blöd. Oder Moment. Wir machen das anders. Wir machen das anders. Ich beam mich zwar, aber halt zum Turm wieder. Das ist, glaube ich, sinnvoller.
Anstatt da jetzt hinzulaufen, das weiß nicht, ob ich damit viel Zeit sparen würde. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich kostet es mich mehr Zeit. Na, hallo. Wie bist du hier hochgekommen? Aber ich weiß wie. Kannst ja fliegen. Theoretisch. Zumindest wüsste ich nicht, wieso du sonst am Ende auf Hyrule Castle gekommen bist. Die Richtung, glaube ich, war es. Richtung Nintendo Schwert. Doch. Ich habe meinen Vater sogar. Ja auch. Ah, na, ach nee, komm, ich muss ja jetzt keine Wegpoints versetzen. Das kriege ich. Auf dem Plateau kriege ich es noch hin. Da, wobei, speaking of. Da sehe ich gerade schon, das ist glaube ich mein Ziel. Da will ich hin, ne? Ja. Das ist der nächste. Oder? Ach nee, Quatsch, 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 das ist gar nicht. Ja, das ist der nächste, nächste. Dann gab es jetzt Stasis oder Bomben? Boah, ich glaube, hier unten waren die Bomben. Hier, da ist eine Wand, die man kaputt machen kann. Ja, das wird die Bombe sein. Ah, guck mal. Guck mal einer an. Okay, das brauche ich nicht. Eine Idee. Ich werde mich die ganze Zeit zwar hin und her porten, aber das sollte das Schnellste sein. Ja, bevor du wieder dich aktivierst, gehe ich mal hier rüber. Ja, wenn hier schon dieses Bombending so krass ist davor, dann ist denn das für Bomben. Auf Latour in unter 2 Stunden wäre schon nicht schlecht, ne? Sondern jetzt aufpassen, dass ich mich mit den Bomben nicht selber die ganze Zeit in die Luft jage. Das Plateau mache ich noch, danach muss ich gerade mal pullern. Bomben! Bombs away! Frag mich, was da in Hyljani steht. Oder, nee, warte, ist das Chica? Ist das Hyljani oder Chica? Es ist auf jeden Fall nicht Gerudo. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Werf die lieber weit weg. Ah, okay. Kiste auch gleich gefunden. 10 ist gut, aber es sind Zweihänder. Du bist eh schon fast kaputt. Ich packe weg, die brauche ich nicht mehr. Wir waren jetzt schon im. Ach Quatsch, warte, Moment, 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 Moment. Oder? Okay, entweder mache ich den Tempel noch schnell oder ich habe ja noch. Ich habe ja ein zweites Kältefutter-Ding. Das könnte mir jetzt doch den Arsch retten, dass ich ein zweites gemacht habe. Dann nehme ich lieber die. Kann links so weit werfen? Na gut, muss er eh nicht. So, ich ziehe da ab und schaue jetzt zu. Oh Gott, Gnade vor Recht. Ich habe schon gesehen, dass sie gleich nicht alles wegspringt. Da ist der Typi schon. Da ist die Kiste. Nicht mit. Nee, kann ich so nicht holen. Ich glaube, nicht so schwer, ne? Ja, das scheint so gedacht zu sein. Was haben wir da drin? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Die ist zwar schnell geholt, aber ich.
Ich glaube nicht, dass ich so viel Geld brauche am Ende für die. Für die Ancient Arrows. Können wir schon mal losgehen? Achso, ich kenne die Bombe nicht. Kann ich nicht mal mich an der Leiter hängen? Okay. Komm, der ging jetzt deutlich schneller, weil ich mich schon mal porten kann. Und genau deswegen denke ich, dass der letzte auch schneller gehen wird. Dann machen wir es doch. Vielleicht tausche ich die beiden nochmal im letzten endlichen Run. Dass ich, dann mache ich Magnet war als erstes, dann Eis, dann jetzt der noch fehlt, das müsste Stasis sein. Anderes gibt's ja, glaube ich, nicht. Und dann am Ende machen wir die Bomben. Weil ansonsten läufst du ja den Weg bei den Bomben hin, her. Das ist ja ein bisschen dämlich. Wenn du dich auch porten kannst. Dann will ich. Ja gut, wenn ich dann hier bin, nur ich rühres T-Shirt. Oder? Das T-Shirt war jetzt kein Battle-Schutz. Also mal zu zeigen, was ich meine. Hier nochmal lang, das kann so bleiben. Okay, der Weg würde anders sein, dann würden wir direkt zum Turm gehen. Dann dahin, hier rum, hier rum, hier rum. Und sobald wir dann hier sind, porten wir uns hier zurück und machen dann den noch. Danach müssen wir eh zum Tempel der Zeit, das passt, da sind wir gleich in der Nähe. Und dann haben wir eh den Paragleiter, dann können wir eh gucken, wo wir uns denn hin porten wollen. Ja, so machen wir es. Ich noch meinen coolen Effekt, meinen Hitze-Effekt, ja, 3 Minuten habe ich noch. 3 Minuten habe ich noch. Ansonsten fällt mir gerade was ein. Deswegen habe ich die Fackel noch mal mitgenommen. Ich habe die Fackel nicht mehr mitgenommen, Idiot. Ha. Dann muss es mit dem Cooldown-Effekt reichen. Und zwar kann man einfach eine Fackel mitnehmen und damit kann man die Kälte auch umgehen. Das weiß ich zufällig. Da in die Richtung will ich. Oder war das der... Gab es zwei? Nee, ich glaube, der andere war nicht im Eis, oder? Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Mann, ich jetzt kenne ich Schneestiefel. Dann würde ich das Race bestimmt gewinnen. Na doch, doch, ich fühle mich beim Plateau zuversichtlich, dass ich das gewinnen werde. Dass ich zuerst vom Plateau runterkomme. Oder besser gesagt, erst den Paragleiter habe. Weiß nicht, ob Chris irgendwelche Glitches kann. Weil ich kann herzlich wenig. Ich habe das mit dem Schildsprung einmal gemacht. Das war ganz witzig, aber... Das praktische Anwendung? Nee, nicht wirklich. Das hatte mich vom Plateau damals... Ich glaube, auf den Berg da drüben gefeuert. Da unten ist ja das Camp und darauf hat es mich gefeuert. Und ich glaube, da oben... War da überhaupt ein Korok-Samen da? Oder war da nicht mal einer? Oh Gott, das war, glaube ich, schon zu viel, aber du bist nur fun. Oh Gott. Oh Gott, hoffentlich ist das safe. Ja gut, so weit runter geht es jetzt dann nicht. Ich darf nicht ins Wasser rutschen danach, aber ansonsten passt das. Da noch weiter. Das ist schon unterhalb vom Plateau. Also das ist ein Vogel. Ich dachte, das wäre irgendwas zu mitnehmen. Ich höre, glaube ich, das Plateau... Ja, auf der Karte sehe ich das blöde Plateau auch schon auf. Ja... Wo ist der Schwein? Ach, da! Ich sehe ihn. Da ist er! Oh. Nein, nicht runterrutschen. Okay. Egal. Ich habe noch Leben. Ich gehe jetzt erstmal zum Schrein, weil dann bin ich im Schrein und wenn ich jetzt sterben sollte, lande ich im Schrein wieder. Und wenn man ihn schafft, heilt einen der Priester ja auch auf. Also für, als Backup habe ich immer noch das zweite Chili-Essen. Da mache ich mir keine Gedanken. Eine Stunde, sagen wir mal eine Stunde,
anderthalb bis ein bis eine Viertelstunde komme ich bestimmt vom Plateau runter. Please wait, loading is taking a while. Oder nee, warte, das stand glaube ich da gar nicht. Ich glaube, da stand jetzt dangerous to go alone. Ach, warum habe ich Seitenstechen? Ah, warum ist denn auf einmal? Ja. Und stopp. Und stopp. Oh, hä? Nochmal. Stopp. Das war zu früh, Moment. Ich stelle mich mal so hin. Stopp. Okay. Keine Ahnung, was er jetzt nicht gepasst hat. Bleib. Fuck. Oh Gott. Oh Gott, war das knapp. Jetzt lade ich endlich auf. Scheiß Ding. Boah. Das war close. Kann ich schon hier? Sneaky. Und was haben wir hier Schönes? Ein anderer Schild. Viel besser ist der nicht, aber ich glaube, der ist ein gutes Stück robuster, ne? Wird schon besser sein als der Dreck, den ich hier jetzt habe. Boah, der wäre mir eigentlich fast auf den Schädel geknallt, sind wir mal ganz ehrlich. Das war Gnade vor Recht. Bevor ich den mitnehme, werf ich doch die Lanze weg. Okay, oder? Die Lanze ist schnell, ne? Ich werf eine davon weg. Will die Lanze nochmal haben. Ich glaube, die kann ich noch gut einsetzen. Ja. So. Hui! Dein. Ah, weg. Mit. Hier. Ja, sehr schön. So, voll machen bitte. Also meine Herzen. Moment, mein Handy vibriert gerade. Moment, da muss ich kurz mal gucken. Ja. Ich muss noch mal einen Run fertig machen, weil ich Chris auch noch machen will. Da war ich noch auf Rückmeldung. Ich höre dich ja nicht bei dir im Hintergrund. Ansonsten, sobald ich von dem habe, was er vorhin hat, gebe ich Bescheid. Und sonst kriegen wir das bestimmt heute auch nochmal irgendwie hin. Ja, mein Handy muss gerade laden, deswegen habe ich es nicht gesehen. Jetzt ist noch im Nebenraum, weil ich habe gerade ein Ladekabel. War irgendwas, oder? Ja. Wird der eben nicht mitkommen? Oder sagst du nicht überhaupt? Wenn es jetzt nicht sofort sein muss, nur noch mal, gib mir mal noch eine Stunde, dann kriegen wir es auf jeden Fall hin. Dann sage ich halt Chris kurz, ja, ich bin mal ein, zwei Stunden nicht erreichbar, muss er auch mitleben, soll sich mal eher melden. Ansonsten kriegen wir das hin.
So, das tut mir leid, aber das war jetzt wirklich wichtiger. Da muss ich jetzt rangehen, kurz. Dann werde ich jetzt doch nur erstmal nur das Plateau machen. 18 Uhr. Ja, mal gucken, wie weit wir es schaffen. Also ein bisschen mehr als Plateau schaffe ich noch. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Achso, ja. Zitadelle der 2. Ich habe den Paragleiter noch nicht, ne? Nee. Ich ist da. Dann. Dahin, I guess. Ich glaube, das nächste. Oder zu den Bomben. Eins von beiden wird näher sein. Das sehe ich gerade. Das war jetzt so. Das war jetzt selten Dinge. So, ich muss gleich nochmal. Gerade beim Telefonieren habe ich noch was jetzt festgestellt. Deswegen kann ich jetzt nicht bis in alle Ewigkeit machen. Und das muss ich Chris gleich auch nochmal schreiben. Fuck. Whee! Irgendwie ist es ja schon ziemlich lustig. Äpfel. Kann ich Schaden mitzunehmen. Upgrade. Stimmt, so gibt's ja jetzt auch. Will ich jetzt. Ich weiß halt immer noch nicht, ob ich mir das Master Sword holen will oder nicht. Es würde es deutlich einfacher machen. Aber ist es nötig? Ich denke, es bringt mehr, wenn ich. Weiß, hier ist eine Kiste, genau. Ich glaube, hier war ein Bogen. Genau, hier war ein Bogen. Ach Quatsch, nicht den. Ausrechnet den doch nicht. Sorry. Genau, Mann, egal. Das ist ja eh nur ein Test von. Ich habe ja eh noch, genau, hier waren Pfeile drin. Daher weiß ich das mit der Kiste nämlich, weil ich weiß, das sind Töpfe und da sind Pfeile. Die haben mir irgendwann mal den Arsch gerettet, dass ich hier Pfeile sind. Was ist eigentlich? Ist hier hinter der Statue nochmal irgendwie was? Nö. Na gut. Ich würde Ausdauer sogar nehmen. Jetzt weiß er auch Bescheid. Also eigentlich wollte ich das während der Cutscene machen, aber ich habe eine andere Idee. Ausdauer. Ja. Zum Glück habe ich nicht aus Versehen Herzen genommen. Das wäre sonst jetzt ärgerlich gewesen. Ja, ich soll da raufkommen, ist mir auch klar. Ich lese schon die Texte gar nicht mehr, mal so sagen. Und dann habe ich endlich das Fahrersegel. Ich überlege halt, was machen wir zuerst? Mifa wäre schon huge. Aber Mifa ist so eklig, ins Gebiet zu kommen und da durchzukommen. Dafür wäre natürlich Rivali erstmal nicht schlecht. Das sind halt auch die beiden, die ich wahrscheinlich nehmen wollen würde. Also, ich muss aufpassen, was ich sage. Das könnte Chris hören. Egal. Das ist jetzt eine Cutscene. Dann gehe ich gerade mal pullern, solange die läuft. Nun denn, ich sollte dir wohl endlich meine wahre Gestalt enthüllen. Mein Name ist Roam Bosphoramus Hyrule.
Früher gab es hier ein Reich namens Hyrule. Ich war sein letzter König. Vor 100 Jahren ging das Reich unter. Die große Verheerung verschlang es. Nun, das weißt du schon. Und ich? In der Katastrophe kam ich ums Leben. Und nun geistere ich als verlorene Seele in der Welt herum. Nachdem du deine Erinnerungen verloren hattest, wollte ich dir nicht zu viel auf einmal zumuten. Und deshalb nahm ich die Gestalt des harmlosen Landstreichers an. Vergib mir. Ich werde dir alles erzählen, was vor 100 Jahren in unserem Land geschah. Die Verheerung Ganon. Sie ist die Wiedergeburt eines Dämonenkönigs, der vor ungezählten Jahren in diesem Land geboren wurde. Eine Manifestation seines Zorns. Über die Zeitalter wurde Ganon zum Stoff von Märchen und Legenden. Doch eines Tages sprach ein königlicher Weissager eine Prophezeiung aus. Die Erde, auf der wir wandeln, trägt Zeugnis von der Wiederkehr der Verheerung Ganon. Doch sie birgt ebenfalls einen Weg, ihr zu widerstehen. Infolge dieser Prophezeiung begannen wir mit Ausgrabungen. Und tatsächlich entdeckten wir zahlreiche Relikte, die vor Urzeiten von unseren Vorfahren erschaffen worden waren. Vier Titanen, gigantische Maschinen in Form von Tieren, die von einem Piloten gesteuert werden konnten. Und die Wächter, die wie von Geisterhand bewegt, selbsttätig gegen Feinde kämpfen sollten. Sie entsprachen auf erstaunliche Weise den Legenden, die in unserem Reich überdauert hatten. Die Prinzessin, welche die Kraft besitzt, das Böse zu versiegeln, der vom heiligen Bannschwert auserwählte Held, in uralten Zeiten bekämpften sie zusammen mit den Relikten den ursprünglichen Ganon. Auch vor 100 Jahren gab es eine Prinzessin und einen talentierten Ritter. Wir beschlossen, uns nach dem Plan unserer Vorfahren zu richten. Aus den Völkern Hyrules wurden vier vortreffliche Krieger ausgewählt, welche die Titanen steuern sollten. Wir nannten sie Recken und die Prinzessin führte sie an. Der Prinzessin und den fünf Recken sollte es im Handumdrehen gelingen, die Verheerung zu versiegeln. So glaubten wir. Doch Ganon war listiger, als wir angenommen hatten. Sein Vorgehen übertraf unsere schlimmsten Vorstellungen. Unter Schloss Hyrule ans Tageslicht und riss sofort die Gewalt über die Wächter und die Titanen an sich. Okay, Chris hat mir gerade geschrieben, dass das geht. Das ist jetzt... Warte, was war es jetzt für eine... X und Plus. Nee. Da ist X, genau. Ich dachte, das taucht nur auf, wenn man... Ach fuck, ich dachte, das muss vorher auftauchen. Ach fuck, ich bin so doof. Fuck. Fuck. Mitnehmen. Impa. Ja, scheiße, ich muss ja jetzt zu Impa. Fuck, ich bin so doof. Ah, okay, aber das ist gut zu wissen. Digga. Okay, Plan. Jetzt kann ich ja das mal. Okay, gut.
Da in die Richtung des Imper. Ich weiß zufällig, dass hier irgendwo vor dem Ding hier irgendwo Pferde sind. So auf der Hyrule-Ebene. Die würde ich mir zuerst holen. Dann Imper. Dann kriege ich Mipha und Rivali markiert. Okay. Jetzt geht der Run halt erst richtig los. Mein Pferd jetzt finden. Oh Gott, ich weine, ich bin ganz ehrlich, das klingt jetzt so unfassbar arschig, aber hear me out. Chris schreibt mir nämlich gerade, dass er sofort nach Narmplateau zu Gennen gehen will. Und ich sage, das schafft er nicht. Achso, ich habe ihn natürlich gar nicht. Also ich weiß, wenn man das Master Sword hat, dann kann man das schaffen. Das habe ich mal gemacht, dass mir... Geht alle weg. Dass ich mir nur das Master Sword geholt habe und damit dann alle vier Typen gemacht habe. Das geht. Das weiß ich. Oh, ist ein Pferd hier. Die müssen doch irgendwo Pferde sein. Hier ist ein Wildschwein. Pferdi. Da. Das sind Pferde. Oh, nervt jetzt nicht. Aua. Das war jetzt nicht sehr nett von dir. Nein. Aua, nein, Link, steig doch einfach auf. Also, das ist nicht so schwer, Link. Hätte ich Eisfall, könnte ich sie einfrieren. Das würde das Ganze deutlich einfacher machen. Komm her. Ich weiß, dass ich nicht alle vier so machen werde. Ja, du bist so. Sehr schön. Braves Vieh. Und jetzt ab zu Imper. Einmal Kakariko hin und zurück. Chris mal kurz schreiben. Setz dich gerade nur auf die richtige Route, weil das läufst du ja automatisch, soweit ich weiß. Ferdi, wo rennst du rein? Böses werden.
dann Stall? Wenn ein Stall kommt, soll ich das Pferd vielleicht einen Namen geben, wie es rufen kann. Wenn nicht verkehrt. Überleg noch. Das ist ja nur ein Testrun. Trotzdem, richtigen Namen hat das Pferd schon verdient. Apropos. Eins der besten Feature in Breath of the Wild, dass man das machen kann. Multitasking. Multitasking ist nicht, wofür ich geboren wurde. Absolut nicht. Dafür habe ich zu viel Penis. Ist das sexistisch, wenn ich das so formuliere? Ich sage ja, ich kann etwas nicht. Und es ist ja auch mein eigenes Geschlecht. Ist das schon problematisch? Kakariko. Oh Gott, ich habe auch keine Ahnung, wo Kakariko ist. War das über die Brücke? Ich glaube fast schon nein. So, ich habe jetzt noch meinen Plan verraten mit Mifa und Ravioli, aber... Ich hab's aber auf der Karte markiert, ich Idiot. Ja, da ist Kakariko. Okay. Nein, tut mir leid, Ferdi. Nein, okay. Lass uns Freunde bleiben, ja? Danke. Es kommt nicht wieder vor, vielleicht. Test, ich überleg gerade irgendein Wortspiel mit Test. Test. Okay. Also von der Bewegung hätte ich dich fast schon Plötze genannt. Ja, ist ja gut. Geh einfach nur eins. Oh, komm schon. Bist du jetzt sauer, weil du keinen Namen hast? Okay, du kriegst einen Namen. Ist ja gut. Wie willst du denn heißen? Wie wär's mit Shadow oder so, weil du schwarz bist? Ist das schon problematisch? Shadow, that one is on you. Du bist da volle Kanne reingerast. Ich nenne ihn jetzt einfach Shadow. Dann kann ich das richtige Pferd dann Sonic nennen. Ist das wird nur der Beta-Sonic. Außerdem ist halt auch nur die Beta-ultimative Lebensform. Das passt schon irgendwo. Ja, doch, doch. Ich glaube, hier war Kakariko. Shadow, in welche. Ich krieg das nie mehr. Warum drehst du auf einmal um? Was passiert denn hier die ganze Zeit? Don't text and drive. Ja, don't text and ride eher. So. Ich glaube, dahinter war sogar ein Stall. Aber wenn ich die Karten nicht mitnehme, dann muss ich mich zwar gelegentlich vielleicht mal falsch porten. Das wäre natürlich dann Game Knowledge. Ja, es ist ein Kurok, ist mir jetzt egal. Ich habe eh schon zu viele gesammelt. Ich glaube nicht, dass ich... Oder brauche ich mehr Ausrüstung? Wenn, hätte ich ja gerne das Master Sword mitgenommen. Ganz ehrlich, eigentlich will ich nur das Master Sword haben. Aber ich habe Ausdauer genommen. Ein Kakariko ist ein Schwein, den sollte ich auf jeden Fall mitnehmen.
Schreien hier. Ja, es ist ein Schrein. Ich sollte den zumindest auch nochmal schnell machen. Weil wegen. Stuff und so. Das Problem ist, die Schreine habe ich immer nur einmal gemacht. So, auf der Oberwelt kenne ich mich ein bisschen aus. Oh, das sind meine Feuerpfeile jetzt. Oder? Warte. Ach nee, Quatsch, die brauche ich. Brauche ich gar keine Feuerpfeile. Jetzt. Habe ich das Rätsel jetzt komplizierter gemacht, als es ist. Nur wie ich hier rauskomme, das weiß ich auch noch nicht. Weg meines Wasser. Das ist bislang recht simpel. Oh Gott, das ist so einer. Oh Gott. Dahin. Das reicht noch nicht. Moment. Hier ist nicht sogar falsch gemacht. Hä? Hä? So nochmal und dann so? Passt das? Das ist nicht so gedacht. Hä? Oh Gott, jetzt check ich's nicht. Oh, so doof. Okay, mach den nochmal. Der wollte da weiter, aber da ist ja auch nichts. Ich muss den ja nur da reinkriegen. Mach den nochmal dahin. Ja, vielleicht nicht genau in dem Moment. Ja, das geht so auch eigentlich. Ich mach das mal so, dass das dauerhaft ist. Genau, und jetzt dahin. Ich glaube, das reicht doch dann schon jetzt, ne? Das sollte reichen. Ach, deine Mutter. Deine Mutter, die kann Blasen, Blasen, Blasen und die Füße nicht vertragen. Ah! Komm, jetzt aber, ne? Produziere mich jetzt nicht viel. Ja, es muss schneller werden. Okay. Rein mit dir, schneller! Los, 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 beweg dich! Los, 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 los! Okay. Und so ein Ding nochmal? Eine halbe Stunde habe ich noch. Ich will noch möglichst viel schaffen. Nur Nemo. Fuck, mein Pferd ist jetzt gespawnt, ne? Nee, da steht's. Ah, und wir kriegen die DLCs. Ich hab kein Geld. Ach, ich hab Geld. Oh mein Gott, die Edelsteine retten mir den Arsch gerade. Die Edelsteine retten mir den Arsch. Da, hallo. Irgendwie kurz mal vorbei hier. Hallo, du. Ich weiß Bescheid. Moment, Moment, Moment. Terry! Terry, mein Freund und Helfer. Terry! Big T! Big Double T! Big Tasty Bacon! Terry T. Tony Tiger. Ich wollte nichts kaufen. Moment, ich wollte das verkaufen. Und zwar hier. Shut up and take my money. Du nimmst das Zeug. Das reicht mir gleich schon. Ich glaube nicht, dass das Pferd registrieren so teuer ist. Ich glaube, das waren nur 20 Rubine. Einfach. Ja, ja, ich gehe einfach mal in Hyrule Castle rein. Ist klar. Jetzt ist das Händler. Achso, das war Rabio. Registrieren. Ja, es ist zwar nicht stark, aber es hat auch Gefühle, ja. Das ist... Ehrlich, Shadow the Hedgehog.
Denn jetzt mag ich den Namen auf einmal mehr, jetzt wo ich Shadow the Hedgehorse rausgemacht habe. Ja, gerne, ja, darf mitkommen. Ja, schön. Shadow! Bei Fuß, Shadow! Angetreten und Abmarsch! Hi ho! Hi ho! After work we go! Richtung Kakariko. Kakariko war in die andere Richtung. Shadow umdrehen! Und da fliegt er einfach mal durch die Luft. Vorwärts! Masch, links 2, 3, 4, links 2, 3, 4. Jetzt kann ich mich auch mal aufs Spielen wieder konzentrieren. Jetzt muss ich mich die ganze Zeit noch nebenbei chatten. Doch, ich glaube, den Berg auch war Kakariko dann schon, ne? Ich glaube, so war das. Ja, Shadow, beruhig dich. Wir sind ja bald da. Mach dich nicht verrückt, Shadowline. Alles wird gut. Solange du wild bist. Also warte, du bist jetzt nicht gegen ein Wildpferd. Na dann. Kann ich das streichen überhaupt was, wenn ich gerade nebenbei den Trading hier mache? Ach da. Los, Shadow, schneller! Sprinte wie der Wind! Fliege! Sei geschwind! Du bist die ultimative Lebensform. Ne, warte, Shadow war gar nicht der Prototyp der Lebensform. Ich bin doof. Das ist der Biolizard war der Prototyp. Nein, Shadow, beruhig dich! Shadow, egal, gut. Alles gut. Es tut mir sorry, es kommt nicht wieder vor. Oft. Böser Schmetterling. Geh tot. Oh, hallo Ziege. Warte, das Fleisch nehme ich mit. Ist ein Herz. Ich meine, wenn ich es koche, ist es bestimmt, ich glaube, es doppelt. Da steht er! Da steht Kackhaufen-Typi. Hallo. Ich würde gerne. Ja. Rasselmission und dann kann ich deine Kacke sammeln. Los, sammel Kacke. So, Shadow, du wartest hier. Ich gehe mal kurz die Kackrasseln holen. Tag, hallo, Entschuldigung. Aua. Das ist nicht sonderlich nett von dir. Ah. Von dir auch nicht. Gott, das sind drei starke, merke ich gerade. Ich glaube, ich habe hier etwas. Das ist vielleicht doch noch etwas über meinem. Was ist meine stärkste Waffe jetzt? Ich glaube, der. Bin ich gerade im Parry, jetzt kann ich es ausnutzen. Ja! Ah, fuck! Fuck! Ah, boah, ich muss weniger sterben. Okay, Shadow, nochmal. Nun so, als wäre das gerade nicht passiert. Welcher Tod? Ich weiß nicht, wovon du redest. Welche Maria? Keine Ahnung. Frau kenne ich nicht. Ich habe eine andere Idee. Ich würde mich jetzt einfach mal mit Beyblade hier rein. Aua. Ich werde mich jetzt einfach mal mit Beyblade hier reinschwingen. Aua! Lass mich doch einfach. Aua! Okay, das klappt auch nicht gerade. Moment. Ich habe doch noch so ein Fressen, genau. Vielleicht will ich dir auch erstmal nach und nach hier raus. Okay, der ist tot. Geh weg. Aha, okay, so geht das. So kriege ich die drei Daumen. Kiste, Belohnung. Oh, was, der Wasserfall ist schön. Im Boot war ich selten, glaube ich. Ich meine, hier ist auch nichts außer die Rasse. So ein wichtiges Item ist eigentlich so in einer random Kiste hier versteckt. Ist eigentlich auch geil. Ich sollte jetzt eigentlich mal nur mitnehmen und dann wieder ihm zurückgeben. Und dann erstmal alle. Ich sollte jetzt die erstmal alle Korok-Samen sammeln. Das wäre lustig. So. Hui. Hallo. Shadow, komm schon mal her. Ja, nimm. Weiß nicht. Ah, ich habe Imponator doch nicht. Shadow!
Shadow! Da oben ist er. So, was hast du zu sagen? Ah, du hast Ware. Hast du was Interessantes? Nee, hast du nicht. Warum verkaufst du kein Master-Schwert? Oh, so ein Randomizer, oder? Wobei, das Spiel ist an sich schon irgendwie ein Randomizer, ja. Warte, ich hab ganz gerade. Ich kann ihn ja mal fragen. Selbst wenn, jetzt habe ich nicht so viel Zeit verschwendet und ich weiß. Moment. Ich weiß, dass da welche sind. Und hier war noch irgendwo so einer. Ich glaube, gleich der nächste sogar. Nee, doch nicht, okay. Ich dachte, da war auch irgendwo noch einer in die Richtung. Ja, Shadow ist gut. Beruhig dich. Jetzt lass uns schnell zu lustigen Geburtsmark-Mädel gehen. Warte, Shadow? Shadow, du bringst mich zu ihm, weil ich muss gerade nochmal. Zwei könnten sich verloren, mein Gott. Aus dem Weg, Sterbliche! Ja, ist gut. Danke, Shadow, den Rest war ich alleine. Hi. Ihr auch, hi. Dir auch einen wunderschönen guten Tag, Sterbliche. Hallo. Das ist nicht normal, dass die Leute hier mit ihrem Stika. Weiß ich, wir haben es übersetzt. Stika-Ding vorbeikommen. Habe ich noch einen Apfel? Ich hoffe, ich habe noch einen Apfel. Ich habe 5 Äpfel, das sollte reichen. Da. Bis. Ich hoffe, mal heißt, es bleibt noch einen Moment da vorne. Und ich meine, unter Impass Anwesen gab es auch noch irgendwie gute Pilze oder so. Oder zumindest viele. Ja, Ausdauerlinge. Ausdauerlinge sind gut. Die kann man gebrauchen. Da sollte ich vielleicht auch mal anfangen, hier was zu kochen. Da hinten machen wir gleich. Hi, Paya. Aber die so schüchtern. Willst du mal meinen Riesenhammer sehen? Hier. Was sagtest du? Hast du etwas? Ich rede von meinem Penis. Den kann ich dir auch gerne zeigen. Bitteschön. Keine Sorge, das ist nicht das Masterswort. Ich freue mich nur, dich zu sehen. Ah, oh Gott, bin ich doof. Wie war das jetzt? Du bist X-Drücken. Also endlich erwacht, Link. Ich drücke X oder was plus. Ich kann scheinbar kann ich das doch nicht skippen. Sehr lang. Ja. Ein paar Jährchen mehr. Okay. Wohl auf dem Buckel. Ja. Ich hoffe, du erkennst mich noch. Kann ich jetzt? Ja, alte Frau, laber nicht so viel. Mich interessiert deine Lebensgeschichte nicht. Warte. Ah, mir hat die Mission nicht gegeben. Nur weil ich B gedrückt habe.
Das kann ich skippen, ne? Ja, endlich. Ja. Meine Güte, lass mich doch einfach mit deiner Enkelin schlafen. Ich meine natürlich nicht die vier Titanen da. Oh, warte. Ist gerade Hestus verschwindet. Jetzt, wo ich ihm die Rassen gegeben habe. Dann ist er wahrscheinlich jetzt sogar schon weg. Rüstung. Ich kann mir eine bessere Rüstung holen, ne? Wenn ich hier bin. Ah, in der Laden. Da hinten. Da hinten ist der Laden. Gab es hier die... Ich glaube, hier gab es die Chica-Rüstung. Ja, das macht Sinn. Aber was willst du denn? Ja, da gehe ich halt nicht da drauf. Meine Güte. Frauen hier in dem Dorf. Echt. Shadow, warum hast du nicht schon mal die Rüstung gekauft? Ja, ist gut. Es tut mir leid, dass ich da drauf getreten bin. Ja, Verheerung gar nicht. Wow, damit werde ich gerne aufbreiten. Werfe ich ihn an den Schädel und dann ist er später bestimmt tot um. Das wäre lustig. Ich meine, man kann ihn mit der Flasche auch schon mal besiegen. Es gibt keine Flaschen in dem Spiel, also die Elixiere, aber... Oh, die habe ich nie benutzt. Das müsste ich eigentlich mal machen. Gab es nicht noch einen Waffenladen? Julia, 3. Ja, ist ja gut. Ich wollte nur gucken, was die 2... Nee, der ist schlechter. Würde ich erstmal den Helm nehmen. Oh, ich habe sogar noch Rubine dafür. Sehr schön. Meine Eltern verstehen mich nicht. Es war eine lange Reise, die ich vor mir hatte. Andere generische Action-Sätze. Shadow, bei Fuß. Wir wollen... Da wäre Pura... Sollte ich Pura vielleicht auch mitnehmen? Weil ich... Das hatte ich mit Chris nämlich zum Glück schon mal besprochen. Für die antiken Pfeile braucht man beide. Da muss man, also man kann erst zu Rubelo, wenn man bei Pura war. Und deswegen würde ich sagen, ich gehe jetzt schon mal zu Pura. Danach kann ich nämlich zu Rubelo gehen. Und damit kann ich mir potenziell schon mal antike Pfeile holen. Will ich nochmal nach Kakariko zurück? Moment. Wir drehen gerade nochmal um. Mir fällt nämlich gerade noch was ein. Shadow, du kannst auch hier warten. Mein Gott, wenn du es nicht geschissen kriegst, ich bin zu Fuß schneller als mit dir. Es gab hier noch einen Schrein. Hier war dieser Schrein von Combat Land, da oben nämlich. Ich glaube nicht, dass ich großartig zurück muss nach Kakariko. Aber falls ich doch irgendwie... Dann warum sollte ich zurückgehen? Ach, hier darf ich jetzt rein. Aber auf die Getreide... Dass ich die Hühner störe, ist völlig in Ordnung. Aber wehe, ich störe die Rüben oder was es war. Ich glaube, ich hätte einfach außen rumgehen sollen. Da muss ich mir merken, dass ich hier einfach sofort oben lang gehe. Einfach nur um das Ausdauer-Upgrade zu bekommen, dann. Ich habe bestimmt schon 20 Schreine übersehen, aber. Der hier ist wenigstens auch einfach. Vor allem, da ist ein Wächter, da kriege ich gute Ausrüstung. Das ist huge, wenn ich da gute Ausrüstung kriege. Die hätte ich nämlich sehr gerne. Na komm. Kann ich das skippen? Oh Gott, der sieht komisch aus. Warum ist der so weiß? Wahrscheinlich, weil es der Tutorial-Vieh ist. Ja, ich... Ist mir bekannt, Spiel. Ich brauche echt in jedem Spiel so ein Du spielst nicht zum ersten Mal Modi. Der von Anfang an verfügbar ist. Ach so, ich soll ihm ausweichen, sag ich doch. Au! Mach das mal so. Au! Da soll ich zur Seite ausweichen. Ja.
muss ja eh erstmal ausweichen. Au! Ich muss, glaube ich, einmal liegen. Ja. Oh, mein Knochen ist kaputt gegangen. Ja, Spiel. Gott, ich dachte, der geht schnell. Deswegen habe ich den gemacht. Ich dachte, der geht nicht schnell, aber scheinbar ja nicht. Aber das Timing scheint bei dem großzügig zu sein. So. Ich habe nicht aufgepasst, also Schild Gary, okay. Ups. Was ist eigentlich, wenn man hier kein Schild mehr hätte? Dann hätten wir noch ein Problem. Habe ich jetzt gewonnen? Ich glaube, das war es schon alles. Also. Ja, warte, geht das auch mit? Geht der auch? Der zählt auch. Okay, das ist gut zu wissen. 20! Holy fuck, damit kann ich zu Ganon gehen. Das Ding hat 20er Stärke. Und ich glaube, das ist gegen die Wächter sogar sehr effektiv. Ich weiß nicht, wie viel das Master Sword hat. Ich glaube, das dreifach abgequälte hat 60. Das ist nicht so. Man kann nämlich auch eine Wirbelattacke machen, indem man einfach den Stick schnell dreht. So habe ich es nämlich gerade gemacht. Das ist eigentlich die bessere. Weil die andere, die braucht man eigentlich nicht in dem Spiel. Für ein Rätsel braucht man die, ansonsten kann man sich die sparen. Ich habe immer noch meinen Kälteschutz vom Plateau. Ich merke gerade, der ist ganz schön gut eingeteilt gewesen. Gut, der war auch 5 Chilis, aber... Vielleicht, das heißt das ja noch. Kann ich mit 3 Samen schon irgendwas machen? Vielleicht sogar, ja. Vielleicht sollte ich nochmal nachgucken. Vielleicht ist er noch nicht despawned. Das ist meine leise Hoffnung gerade. Dass es zumindest nicht komplett gewastet war. Die Zeit, die ich da gemacht habe. Das ist zwar jetzt gerade absolutes Durcheinander, aber mein Gott. Ich muss auch gerade improvisieren. Sehr viel bei dem Race wird improvisieren sein. Deswegen will ich halt mich bevor schon noch vorbereitet haben. Shadow bleibt ja da unten, der ist brav. Die kann ich hier so lange auch schon mal mitnehmen. Na gut, immerhin 2 Geflügel. Und mein Pfeil kriege ich sogar wieder zurück, sehr schön. Hestus! Wo bist du? Oh, Stein, nix. Soll ich den abbauen? Ich habe den Hammer gerade dabei. Nee, ist nur Salz. Das war es jetzt nicht wirklich wert. Ich laufe gerade falsch. Dann sage ich jetzt aber auch Shadow. Bei Fuß. Dann schalte ich jetzt auch auf Hestus. Ist jetzt auch egal. Die paar Slots, mein Gott. Shadow. Geh schon mal vor, du kommst nach, ja? Bitte komm nach. So ein Problem. Könnt ihr doch den so lang schon mal machen. Eigentlich dachte ich jetzt, nee, den mache ich jetzt nicht, aber. Ach, die Form ist auch noch einfach. Da kenne ich sogar, wo sie wirklich dran muss. Später habe ich immer nur probiert, bis es irgendwann geklappt hat. Na, ja, du hast eine Pfeilform. Shadow! Please. Oh, Mann. Shadow, jetzt komm doch. Was macht ihr denn so lange da? Er kommt näher. Auch wenn es langsam nur ist. Jetzt kommt er, glaube ich. Ja, laut Minimap kommt er jetzt. Egal. Hm. Nee. So. Leider. Hä? Ach so, es ist derselbe. Ein- und Ausgang ist derselbe Punkt. Ich bin also richtig gegangen. Okay, ich hätte einfach schon mal zu Hestus gehen können. Oh, ich bin so doof. Au, 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 au. Also, ich bin gleich bei dir. Au, au.
Sah schon geil aus, als hätte er mir ein Bein gestellt. Ja, hier, die kannst du Scheiße haben, wenn du schon danach riecht. Waffen, denke ich, wird sinnvoll zu sein. Aber 2020 ist nicht gut. Das muss ich aufheben. Das werde ich nicht einfach so wasten. Nochmal Waffen. Nehmen wir Schild und wir Bögen. Am Anfang braucht man eher Schild, am Ende eher Bögen. Ist jetzt halt die normalen Bogen kriegst du eigentlich immer irgendwo. Was willst du? Sam? Fuck you. Mehr macht er nicht. Dann war einer sowieso schon verschwendet. Ich hätte gerne noch meine Schilder. Shadow! Ich hätte gerne noch meine Schilder upgraded jetzt. Bin ich ehrlich. In die Richtung, aber Shadow kommt da nicht mit. Ich glaube, ich Schildsurfer auch zu viel, deswegen sind meine Schilde immer kaputt gewesen. Du bist ein Jäger, ne? Ist der Aktor, das ist der Jäger. Also, da steht ja eh Reisender. Dass ich die habe ich also erst relativ spät bei meinem Durchspiel damals gefunden. Ich habe einen Hammer und ich schaue mir nicht ihn zu benutzen. Aber ich bin trotzdem Pflanze. Oh, von dem kriege ich die Bananen. Die Bananen sind gut. Au. Ah, hat mich gleich getroffen. Shadow? Ah, Shadow, willst du ihn auch vielleicht mal angreifen? Wenn es nur durch Zufall ist. Ja, du musst halt mit den Freunden weitermachen. Los! Den will ich haben. Banane eigentlich auch. Okay, scheiß auf die Rubine. Hauptsache, ich habe die Bananen noch. Bei Damage Upgrade ist immer gut. Ja. Dann auf zu Kachika. Wenn der Weg überhaupt richtig ist. Ich glaube, der Weg ist richtig. Können doch einfach bei Google eine Karte aufmachen, ne? Das wäre schon ein bisschen A-Claim. Ab dem Punkt könnte ich auch Amiibo nutzen. Ach, jetzt kann er da auch rüberspringen. Letztens hat sich Shadow dann auf volle Kanne die Birne angehauen. Schaffen wir es noch zu Kötschika? Ich glaube, das können wir sogar noch schaffen. Ansonsten pausieren wir jetzt bei irgendeinem Schwein da vorne mal. Dann haben wir auch, ja, 2 Stunden haben wir dann. Muss halt jetzt noch mal weg, unerwarteterweise. Das war jetzt ehrlich gesagt nicht einkalkuliert, aber doch, doch. Ich glaube, durch dieses Tor musste man. Oh fuck, hoffentlich waren hier keine Wächter, die lebendig waren. Ich glaube aber, es waren zumindest nicht viele. Ich habe hier zumindest keine Wächter gefarmt. Das habe ich immer nur in Schloss Hyrule und in der einen Insel ganz oben rechts. In einem Irland. Ich finde diesen Titel übrigens brillant. Der Name Irland. Das ist der Typ, der die Idee hat. Ja, hat ihn. Ich ging in die richtige Richtung. Oh, hier gab es noch. War das nicht hier, wo der Friedhof war, wo man einen bestimmten Figur angeschossen hat und dann gab es nochmal einen Dungeon? Ich glaube, damals hatte ich das beim Üben gemacht. Aber ich weiß nicht mehr, wo. Ich glaube, das war hier. Ja, ich schaffe es noch nach Hatino. Knapp 10 Minuten habe ich noch. Aus dem Weg, Sterbliche. Ah, ich sehe schon. Oder ist das? Ist das der von Hateno? Das könnte der von Hateno sein. Denn dann das ist clever. Die haben den so gesetzt, dass du ihn auf dem Weg nach Hateno rein sehen kannst. Wenn du ihn dir dann markieren kannst, wirst du Hateno dabei halt finden. Ja, aber zumindest wird es schwer sein, Hateno zu übersehen, wenn du den siehst, oder? Jetzt sieht es doch nicht mehr so ganz richtig aus. Ich dachte. Doch, 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 hier links hoch. Hier links hoch ist garantiert Hateno. Ich lese extra das Schild jetzt nicht, weil ich mir jetzt ziemlich sicher bin, dass es hier ist. Und wenn, stehe ich jetzt halt ziemlich blöd da. Na, Bock auf ein Rennen? Los, los! Ja, wie hast du dein Pferd genannt? Lamy?
Da, Moment. Wo muss ich lang? Einigen wir uns auf Unentschieden. Oh, fuck. Benno, du blamierst mich. Nicht vor dem anderen Pferdetypi. Ey. Wird man noch gewinnen. Einigen wir uns auf Unentschieden. Mano. Doch, ich sehe, das ist Hatino. Das ist garantiert Hatino. Dann rennen wir noch schnell zum Dungeon. Und das war's dann, glaube ich, auch. Ach, hallo, bin nur ich. Nur weil ich die Kapuze aufhab. Meine Güte, das ist ja wie das Das Fantasy-Äquivalent zu einem Hoodie. Nur, dass Link nicht schwarz ist. Kann ich hier? Nee, ich kann hier nicht sein Glas rausholen. Schneller! Los, Shadow, gib mal ein bisschen Gas. Mir egal, dass wir hier in der Stadt sind. Muss man, glaube ich, gar nicht alle anmachen. Aber bei meinem Glück regnet es gleich dann, sobald ich das mache. Ohne Scheiß, ich habe in meinem Hauptspielstand, habe ich mir aus spaßeshalber mal die anderen Fackeln bei Robedo auch noch alle gemacht. Kaum bin ich an dem Startpunkt, fängt es an zu schütten. Aber echt, das hat man sich nicht ausdenken können. Ich glaube, das hatte ich damals sogar das erste Mal da war auch. Das habe ich wahrscheinlich nicht gemacht. Man konnte sich da auch nicht teleportieren, aber... Hier war doch irgendwo der Schwein, ne? Wo war der denn? Der war nicht direkt beim Haus. Da ist schon mal... Wir sind ja schlau, ne? Kann ich das Feuer jetzt schon machen? Weil ich muss ja eh nach da oben zu Kachika. Hier rüber schießen? Hoffentlich liegt da eine Fackel irgendwo rum. Ohne Fackel könnte das jetzt schwer werden. Keine Fackel per se. Okay. Plan B. Fuck. Nee, Bogen. Ich weiß, dass das geht. So habe ich es nämlich damals auch gemacht bei mir. Oder? Warte, hier rum. Ja. Kann man sich sogar den Pfeil wiederholen? Kann sich sogar den Pfeil wiederholen. Sehr schön. Man braucht also nur ein bisschen Bogenausdauer. Dann kann ich das schon mal aktiviert haben für Kachika. Okay, das war zu langsam. Da ist der Schrein. Markieren wir gerade mal. Da. Ach, da. Nee. Das hat getroffen. Das war der zweite, ne? Das war schon nicht schlecht. Ich möchte mich jetzt ja nicht selber loben, aber... Das war okay. Kann man mal machen. Wo geht's jetzt hier weiter? Da. Dann da hinten. Da könnte ich... Nee, da ist noch eine. Gott sei Dank, es wird knapp. Da brauche ich vielleicht sogar schon eine Fackel. Nein! Ah, fuck. Aber das ist ein so kurzer Weg, das reicht vielleicht wirklich sogar mit einer Keule. Ich kann ja eh nicht rennen, während ich das mache. Oh, wie viel hat man, wie lange hat man Zeit? Ich glaube 20 Sekunden oder so. Da ist er auch immer wieder, soweit ich weiß. Also jetzt hat er sich der Timer wieder resettet. Ich habe jetzt wieder 20 Sekunden Zeit. Ähm.
habe ich nicht mitgezählt, aber es sollte noch reichen. Genau. Wo muss ich lang? Wir wollen halt hin ins Institut, okay. Das schaffe ich noch schnell, das Feuer oben anzumachen. Dann haben wir das schon mal erledigt. Erledigt, erledigt. Hast du schon alles erledigt? Erledigt, erledigt. Wäre mit einer Fackel natürlich einfacher. Dann brauche ich mir diese Zwischenschritte nicht. Aber ich habe die ja weggeworfen, ich Idiot. Ich meine, ich brauche die Fackel nicht mehr. Da lang, da hoch. Wahrscheinlich liegt oben eine Fackel, wetten. Wo ist der nächste? Ist der nächste Punkt zum Halten? Ich sehe hier keinen. Das wird knapp. Ich sehe noch gar nichts, wo ich das... Wo kann ich das Ding denn mal... Hä? Wie soll das klappen? Ohne Fackel. Da oben. Das wird so knapp. Das wird so knapp. Das wird wahrscheinlich nichts. Oder? Oh, ich glaube, ich unterschätze immer, wie schnell das abbrennt. Das hat jetzt ja noch gereicht. Und ich hätte gedacht, das geht zweimal kaputt bis dahin. Dann kann ich mich auch hierhin wieder porten. Will ich das eigentlich? Das ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Notfalls nur für die Runen-Updates. Wäre schon mal nicht schlecht. So. Da ist es aktiviert. Das war ein Speicherpunkt. Dann speichern wir jetzt auch manuell nochmal. Nein. Da. Speichern. So. Und dann beende ich den Stream jetzt mal. Weil ich jetzt nochmal los muss. Ich muss nochmal wen unterstützen. So. Tüdelü.